Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch einen Particle-Befehl, der, wenn man Particle und dann Tab drückt, nicht angezeigt wird. Das ist ein nicht angezeigter Particle und ich zeige euch auch noch in diesem Video gleichzeitig, was man damit so cooles machen kann. Und das ist nicht ohne. Ja, ich habe diesen Baum gebaut, beziehungsweise wachsen lassen und ein bisschen umgebaut, und hier habe ich so einen Bienenkorb dran gebaut. Das soll jetzt ein Bienenkorb sein. Und mit diesem Befehl kann man ziemlich nice Stuff mit diesem Bienenkorb machen. Und zwar kann man einen Bienenschwarm spawnen. Schon sehr angstauslösend. Und Bienen in Minecraft sind sowieso schon seit ewig mein Traum. Ich hoffe, das wird langsam mal endlich hinzugefügt. Man kann aber auch, das ist eine andere Möglichkeit mit diesem Befehl, man kann auch so Laub simulieren, dass so von den Bäumen so Laub fällt. Sieht das so aus, als würden da so Blätter runterfallen, die sogar so ein bisschen hin und her schweben, auf dem Boden landen und dann verwesen oder so. Ja, bevor ich jetzt groß drum zurede, das sind zwei von den Beispielen, was man damit machen kann. Finde ich ziemlich nice. Ich zeige euch noch gerade, was das für einer ist. Und zwar ist das iconquack-id-sub-id. Und damit ist eigentlich nur gemeint, dann kann man jedes Item, man produziert ja immer so, ich kann jetzt nicht essen, man produziert ja immer Partikel, wenn man was abschlägt, kommen Partikel vom Sandblock. Wenn ich den Redstone-Block abbaue, kommen die vom Redstone-Block. Wenn ich Laub abbaue, die vom Laub. Es kommen, egal was ich abbaue, immer Partikel davon. Und auch wenn ich was esse. Und genau diese Partikel werden hier ausgenutzt. Und zwar mache ich bei den Bienen Partikel Icon Crack 18.0. Das sind Blätter. Die sind in diesem Fall leider nicht grün, sondern braun. Deswegen sehen die so aus wie Insekten. Dann habe ich die Koordinaten eingegeben. Das ist genau da, wo dieser Bienenkorb hängt. Dann ist das hier die Ausbreitung, das ist die Geschwindigkeit, das hier, und das hier ist die Menge. Leider konnte ich nicht weniger nehmen, ich weiß, es sieht ziemlich voll aus. Wenn ich allerdings weniger nehme, das kann ich mal zeigen, sagen wir so 200, dann, was mache ich denn, so, dann sieht das so aus und das ist ziemlich hässlich. Das liegt daran, dass bei einer gewissen Anzahl von Partikeln, die spawnen die eher. Und das ist erst ab ca. 600 der Fall. Denn wenn ich weniger mache, dann fallen die Zähne normal. Diese, die spawnen eher, als sie eigentlich die spawnen wären. Ja, und bei dem anderen benutze ich 351-2. Das ist die grüne Farbe. Die Blätter kann ich ja, wie gesagt, nicht nehmen. Die sind braun und nicht grün. Und dann habe ich einfach die Partikel von dem Kaktusgrün verwendet. Die sehen ziemlich schön grün aus. Ist auch so ein bisschen wie Laub. So, ein kurzer Cut, Entschuldigung. Ja, womit ich weitermachen wollte. Man kann außerdem noch, anstatt hier die Koordinaten einzugeben, kann man eigentlich noch ziemlich einen Blödsinn machen. Und zwar kann man sich die Bienen auf den Hals hetzen. Das wollte ich noch zeigen. Mach ich einmal die Blätter aus. Und dann stelle ich das noch einen höher. Zwei sogar. Und zack, werde ich von so einem wilden Bienenschwarm verfolgt, der mich einfach nicht in Ruhe lässt. Hilfe, Bienen! Hilfe, ich habe keinen Honig. Naja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zerstochen werde. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.